Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Craft Attack 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ich befinde mich hier gerade in meinem Haus und werde mich jetzt erstmal schlafen legen, denn es ist gerade dunkel geworden. Und meine lieben Freunde, es ist heute eine ganz besondere Folge. Noch nicht die 100. Folge von Craft Attack, aber fast die 100. Folge. Denn wir sind mittlerweile bei Part 98 angekommen. Und es gibt jetzt nur noch einen Part, der uns von der 100. Folge trennt. Und deswegen würde ich sagen, ihr könnt jetzt schon mal anfangen, fleißig in die Kommentare zu tippen, was ihr euch gerne wünschen würdet, was wir als kleines Special zur 100. Folge von Craft Attack machen sollen. Ich bin zu allem bereit, außer zu trollen, ja? Trollen hatten wir jetzt eine Woche gehabt. Deswegen wäre Trollen nicht so angebracht im Moment. Aber alles andere, worauf ihr Bock habt, ja, sei es 100 Minuten Craft Attack oder so, kann man überlegen zu machen. Oder irgendwelche anderen Ideen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch irgendeine spezielle Bauidee oder so, die umgesetzt werden soll. Können wir natürlich auch gerne machen. Gar kein Problem, kriegen wir hin. So, zack, zack, zack. Hier müssen wir auf jeden Fall erstmal schauen, dass wir weiter ausbauen. Genau, ich wollte mal gucken wegen Glas, ob ich Glas habe, damit ich hier die andere Seite auch mal weitermachen kann. Genau, damit wir da nämlich jetzt vorankommen. Wir wollen ja jetzt weiter fleißig an unserem Haus bauen, Leute. Und nicht nur die ganze Zeit hier rumtrollen, ne? Ich habe ja gesagt, ich will gerne, wenn diese Staffel irgendwann dann mal zu Ende geht, euch ein geiles Haus präsentieren können. Was ja jetzt schon mittlerweile der Fall ist, auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr zufrieden mit dem Haus. Aber es ist ja noch nicht fertig. Das muss man einfach mal anerkennen. Es ist noch nicht fertig, das Haus. Hier gibt es noch eine Menge zu tun. Sehr schön. Und hier haben wir auch noch ordentlich schwarzes Glas. Das können wir mal alles mitnehmen. Übrigens, wir könnten einmal ganz kurz zu Basti und Baloui rübergehen und mal schauen, ob die die Hühner schon entdeckt haben, weil falls nicht, dann werde ich die jetzt mal füttern. Die müssten ja mittlerweile alle eigentlich groß sein. Wir schauen einfach mal. Wir gehen da jetzt einfach mal hin und gucken mal, ob die die schon entdeckt haben, weil dann wissen wir, okay, es kommt in Kürze ein Video, wo die komplett eskalieren werden beide oder es wird noch schlimmer für sie. Gehen mal eben ganz kurz rüber, gucken jetzt einfach mal. Ja, wie gesagt, also 100. Folge Craft Attack, da wollte ich diesmal euch die Chance lassen, dass ihr euch aussuchen könnt, was man da so machen könnte. Verhält sich genauso wie mit den Troll-Videos. Wenn da einer eine gute Idee schreibt in den Kommentaren, lasst einfach ein Like da, wenn ihr die Idee gut findet. Und ich würde sagen, ich konzentriere mich dann einfach darauf, auf das Kommentar, was wieder die meisten Likes hat. Weil daran erkennt man ja auch, worauf die Leute am meisten Lust haben, ne? Das ist einfach so. So, dann schauen wir mal. Gucken wir jetzt mal, ob die beiden Jungs das schon entdeckt haben. Von hier kann man leider noch nichts sehen, ne? Da muss ich wirklich hoch. Ich hoffe, dass sie die Hühner noch nicht entdeckt haben, weil dann kann ich die vermehren. Dann werden da noch mehr sein, wenn die das nächste Mal online kommen. Also ich kenne Basti und Baloui. Meistens produzieren die auch Videos sehr weit vor. Ja, die scheinen die aber entdeckt zu haben. Hier liegen überall gebratene Hühner rum und so. Ja, hier sind aber noch welche. Hier sind aber noch Hühner. Dann vermehren wir die nochmal. Wartet, ich weiß, woran wir das ganz einfach ausmachen können. Ob da noch Hühner da sind. Aber ich glaube, die haben die entdeckt. Ja, ja, die haben das Ding auch schon abgebaut. Die haben es auch schon abgebaut, das Teil. Das haben sie auf jeden Fall schon abgebaut. Trotzdem tun wir die Hühner jetzt vermehren. Wenn sie nicht alle Hühner töten, sind sie selber schuld, Leute. So, zack. Ich will mich aber auch nicht zu lange hier aufhalten, aber ich will mal ganz kurz was gucken, weil ich weiß, dass gefragt wurde von den beiden, ob ich sie getrollt habe. Und ich weiß nicht, ich habe nur gesagt, es gibt nur einen, der viele Hühner besitzt und so viele Hühnereier, um so einen Troll zu vollziehen. Und ich glaube, ich weiß halt nicht, ob die beiden jetzt davon ausgegangen sind, dass Early Boy das gewesen ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie das Video vor mir geschaut haben gestern. Ich guck mal ganz kurz bei Early Boy, ob da irgendwas passiert ist. Weil ich glaube, die sind nämlich ein bisschen davon ausgegangen, dass Early Boy sie getrollt hätte. Weil die haben ja bei dem diesen Endcrystal da unten hingestellt. Gucken. Alter! Okay. Okay, okay. Gut, ich bin mal wieder weg. Ich habe damit nichts zu tun, ja? Ich habe das nicht auf Early Boy geschoben, Leute. Ich will das nur mal sagen, ja? Ich habe nur, als die beiden mich gefragt haben, ob ich sie getrollt habe, habe ich nur gesagt, es gibt nur einen, der die Möglichkeit hätte, so viele Hühner bei euch hochzuzüchten. Mehr habe ich nicht gesagt, ja? Das will ich mal an der Stelle erwähnen. Oh Gott, ich glaube, wenn Early Boy das sieht, wird er ausrasten. Ich glaube, Early Boy wird richtig sauer sein. Ich kann da nichts für, Leute. Ich habe nicht gesagt, direkt Early Boy ist da schuld. Ich wusste nur, dass Early Boy der Einzige in der Stadt ist, der so viele Hühner hat. Oh Gott, Basti Baloui, ey, was habt ihr wieder getan?
Jetzt wird das hier komplett ausarten wieder, ey. Ich bin mal gespannt. Ich weiß ja nicht, ob Early Boy überhaupt noch aktiv ist. Ich glaube, ich habe den schon länger nicht mehr in Craft Attack gesehen. Einfach mal abwarten. Vielleicht entdeckt Early Boy ja den Troll und rastet aus. Ich glaube, dann wird es auf jeden Fall hier einen Trollkrieg zwischen den beiden Parteien geben, hier Team Baba und Early Boy. Weil ich weiß ja, wie Early Boy ist. Der lässt sich sowas nicht gefallen. So, zack, zack, zack. Jetzt räumen wir erstmal ganz kurz den Stuff hier schnell ein, damit wir den auf jeden Fall los sind. So. Zack, und dann kommt das hier rein. Sehr schönes Ding. So, und dann nehmen wir das ganze Glas mal hier. Und dann werden wir nämlich jetzt gucken, dass wir hier genau unsere Treppe auch fortsetzen. Oh, da muss ich aber mal gucken. Weil, na Moment, hier müssen wir erstmal den Dirt wegmachen. So, die kommt ja so. Genau. Dann müssen wir hier noch Stein abbauen. Ich muss auf jeden Fall die Spitzhacke mal reparieren, Leute. Die ist schon sehr, sehr weit kaputt. Die muss auf jeden Fall mal repariert werden. So, zack, sehr schön. Okay, den haben wir. Und dann geht das immer in zweier Schritten hier hoch. Ja, da muss ich gucken, dass ich immer mit Dirt das mir vorbaue. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Dirt, damit wir diese Treppe fertiggestellt kriegen. Eieiei, der arme Early Boy, ey, der tut mir richtig leid jetzt. Ich weiß nicht, ey, Leute. Ich habe ja morgen noch eine Folge. Sollen wir gucken, dass wir bei Early Boy ein bisschen aufräumen oder so? Ich habe mir echt, also ich muss ehrlich sagen, der tut mir echt ein bisschen leid, ja. Ich wusste ja nicht, dass die Jungs direkt zu dem gehen und da so eine Randale schlagen. Ich meine, gut, das sah jetzt auch halb so wild aus, ne? Ich glaube, die haben einfach nur die Dinger, wo die Hühner drin waren, aufgebaut. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Schön weiter hier hochbauen, genau. Dann können wir nämlich gleich hier schön überall das ganze Glas dran setzen. Ah, Moment, so, zack, und dann geht's hier nochmal hoch und dann so, zack. Ja, sehr schön. Ja, hier können wir perfekt das ganze Glas dann dran setzen. Dann müssen wir später dann von unten herab quasi den Dirt wieder abbauen. Mit einer Schaufel oder so am besten. Müssen wir einfach mal schauen. So, und dann kommen nämlich jetzt hier diese ganzen Glasdinger dran. Ja, wenn wir das fertig haben, dann habe ich auch schon wieder was Großes geschafft hier, wenn wir diesen Durchgang fertig haben. Dann können wir anfangen, im Haus schon mal zu bauen. Ich muss mal gucken, dass ich Livestreams wieder mache, wo ich auch Craft Attack spiele, aber momentan bin ich wirklich in so einer Arc-Sucht und ich gehe im Livestream gerade echt stark auf Multigaming. Also ich will verschiedene Games machen, vorrangig halt viel Survival-Games. Und ich habe schon geplant, wenn ich mit Arc fertig bin im Livestream, also wenn das Projekt durch ist. Jetzt am Samstag übrigens um 19 Uhr findet in Arc die riesengroße Schlacht statt. Nur als Info schon mal für alle, ja. Samstag um 19 Uhr geht's los mit der riesengroßen Schlacht in Arc. Ich hoffe, dass da alles reibungslos funktioniert, weil wir haben sowas noch nie gemacht, ja. Ich bin mal gespannt, ob das alles klappt oder ob es irgendein Problem geben wird, weswegen halt die Schlacht dann nachher nicht stattfindet. Ich hoffe mal nicht. Wie gesagt, halt, ich weiß nicht, wie der Cross-Travel da bei Arc ist, wie sich das verhält, aber damit ihr Bescheid wisst, Samstag 19 Uhr, www.twitch.tv/gtimetv, da gibt es die riesengroße Schlacht in Arc. Ja, und danach wollte ich gerne dann gucken, dass ich mit Subnautica loslege, aber es wird auch ein weiteres neues Arc-Projekt geben. Sogar relativ zeitnah, aber da werde ich euch dann später drüber informieren. Also vielleicht, keine Ahnung, einer der nächsten Craft Attack-Folgen, ja, vielleicht schon morgen oder so, mal schauen, weil da werde ich heute ein bisschen mehr zu planen und habe eine Besprechung für das Projekt auch noch. So, zack, 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 zack. Dann bauen wir hier erstmal nochmal eben ein bisschen was ab. So. Und dann können wir nämlich jetzt gleich hier schön Glas auslegen. Und dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir hier diese Treppe fertig auch mit Glas. Waren ja immer 4 Stück, ne? Oder haben wir hier 5? 1, 2, 3, 4. Okay. Das sind 5. Da muss überall noch einer dran. Dann machen wir das hier erstmal zu. So, und dann müssen wir hier nochmal komplett einmal erweitern. Das heißt, wir müssen hier jeweils in den Seiten das noch ein bisschen frei bauen. Mhm. So, damit wir dann hier schön überall einen dran setzen können. Ja, ich habe noch immer kein vernünftiges Design, was ich hierfür nehmen will, für diese Treppe. Ja, wie ich das machen will am besten, da weiß ich noch nichts, Leute. Aber da werde ich bestimmt noch irgendwas finden, was man machen kann. Die sieht auf jeden Fall schon mal richtig nice aus. Also das mit dem Glas finde ich schon sehr geil. Müssen halt nur gucken, wie wir das mit der Decke machen und den Seiten. Weil ich habe ja gesagt, ich würde ganz gerne hier so Wasserfälle an den Seiten haben. Ja, und hier müssen wir mal schauen. Weil hier muss ich, glaube ich, mit Stein wieder auffüllen.
Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze gestaltet kriegen, aber das sieht schon richtig episch aus. Vor allen Dingen, das Geile wird sein, wenn dann das Haus innen drinne fertig ist, dann kann man hier langlaufen und sieht von hier das ganze gewaltige Haus innen drinne, ja, mit den ganzen Tiergehegen und den ganzen Farmen und allem drum und dran. Das wird richtig, richtig nice werden. Und hier oben kommt dann ja noch die riesige Villager-Farm und Iron-Golem-Farm hin, was ich noch vorhatte zu bauen. Also was zu tun habe ich auf jeden Fall noch, auch mit dem Luftballon, den ich ja noch bauen will. Da können wir mehr als genug machen und da bin ich mal gespannt, ob ich das alles noch geschafft kriege. Ja, müssen wir mal gucken, also dafür müsste ich eigentlich Livestreams machen, anders ist das nicht mehr zu bewältigen, was ich alles noch machen muss. Ich könnte auch mal gucken, dass ich mich jetzt mal in Kürze darum kümmere, erstmal hier die ganzen Gehege fertig zu bekommen und dann die Tiere da rein, dass ich dann auch noch Schafe, Schweine, Hühner habe und Hasen, je nachdem. Und dann bauen wir da oben weiter. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ihr schreibt mir jetzt auf jeden Fall bitte in die Kommentare, was ihr euch zur 100. Folge am liebsten wünschen würdet. Ja, damit ich vielleicht auch versuchen kann, so ein bisschen eure Wünsche und, Anregungen mit einzubeziehen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und ich weiß nicht, ob heute ein Livestream ist, meine lieben Freunde, denn ich habe heute ein wenig was zu tun. Ich weiß, dass jetzt am Wochenende ein bisschen Livestream ausfiel und dann einmal unter der Woche und ich habe vorgestern nicht gestreamt, da ging es mir auch nicht so gut. Aber spätestens ab morgen sollte dann wieder Livestream sein und vielleicht habe ich sogar morgen eine freudige Nachricht zu verkünden. Müssen wir mal abwarten, ja, je nachdem. Das hat mit heute zu tun. Wenn das alles so klappt, dann gibt es vielleicht eine freudige Nachricht, die auf der anderen Seite auch bedeutet, dass in der nächsten Zeit dann ein bisschen unregelmäßiger die Livestreams kommen, also ein, zwei Wochen, weil ich dann sehr viel zu tun habe, aber ihr werdet das schon eh erfahren, ne? Ich freue mich auf jeden Fall und hoffe, dass alles klappt. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns pünktlich morgen um 12 Uhr zur nächsten Folge von Craft Attack 5. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, haut da rein. Tschüss zusammen, macht's gut. Tschüss.